Hallo. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Nee. Gleich gibt's was Neues. Wie alt ist der? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja, also nichts Neues. Der Thomas, kennt ihr mittlerweile? Thomas hat damals für Basti die Lampe gebaut, die er auch heute abgeholt hat, der aber nicht für die Kamera will. Oder doch? Nein. Er nicht. Er will nicht. Ja, also erstmal nochmal, wo wir jetzt schon mal hier sind, nochmal kurz Danke für die Lampe sagen und vor allem Danke für den Basti, dass er die 3.333 Euro gespendet hat für die Flutopfer. Was auch schon weitergegeben worden ist, das Geld. Und denkt dran, denen geht es immer noch kacke. Wenn ihr noch Autos habt oder so, schickt die uns bitte. Wir haben ja schon mal einen Aufruf gemacht, gebrauchte Fahrzeuge, die ihr nicht mehr braucht. Muss natürlich hier irgendwo in der Nähe sein, wenn die jetzt irgendwo in Flensburg steht, wird doof mit dem Transport oder ihr organisiert den Transport. Ja, da hatten wir sogar ein Auto, das wurde angefragt, das kam aus Polen. Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig, den da abzuholen. Also der müsste dann irgendwie hergebracht werden. Ja, gut. Und dann würde er bearbeitet werden. Thomas ist heute hier. Aber hier hängt ein Kabel hier raus, das geht doch nicht Thomas, so. Thomas, der muss ja mal mehr rumfummeln. Ah, ey Gott. Thomas ist heute hier, weil Thomas öfters hier ist, weil wir ja sowieso viel zusammen sind und viele Sachen zusammen machen. Aber heute wie in einem Ölwechsel bei seinem Hybrid. Hybrid heißt, das Fahrzeug hat einen Verbrennungsmotor, einen Benziner. Wie viel? 1,4 Liter. Also ein kleines Motörchen ist da drin, 1,4 Liter. Und eine Elektromaschine. Das heißt, du fährst bis 120 Stundenkilometer elektrisch. Genau. Und dann, wenn du schneller fahren willst, willst du aber nicht. Nee. Wenn du schneller fahren willst, springt der Verbrenner an. Und der muss von jetzt auf gleich sofort die Drehzahl haben. Das heißt, das Öl muss aus der Ölwanne sofort bis nach oben, Nockenwellenantrieb und so weiter, muss mit Öl versorgt werden. Sonst hätten wir ja kurze Zeit später einen Lagerschaden. Eine Mangelschmierung und einen Lagerschaden. Ja, Hybrid heißt auch, du kannst ein Plug-in-Hybrid, das heißt, du kannst ihn auf jeden Fall laden. Genau. Mhm. Ja, du kannst ihn laden. Wie viele Kilometer schaffst du damit? Im Winter 35 Kilometer und im Sommer 45. Okay. Jetzt kommt's aber. Da sagt man ja so, das ist ja doch besonders umweltfreundlich, wenn wir Hybrid fahren, wir brauchen weniger CO2. Das so ist ja so die Meinung. Und das muss man mal drüber nachdenken. Also Thomas ist auf uns zugekommen und sagt, hör mal, irgendwie ist das doch nicht normal. Und so mit dem Ölwechsel. Erzähl. Also wir haben am Anfang haben wir... Du hast jetzt 90.000 Kilometer gelaufen. Ich habe jetzt 90.000 Kilometer gelaufen und ich habe am Anfang alle 10.000 Kilometer Ölwechsel machen müssen, zeigt er an. 10.000? Also nach 10.000, bei 20.000 und bei 30.000. Bei der 30.000er Inspektion ist dann eine Kodierung geändert worden, dass ich jetzt alle 15.000 Kilometer nur Ölwechsel machen muss. Immer wieder zwischendurch mit der Begründung, dass der Motor immer wieder zwischendurch anspringt und ein sehr hoher Verschleiß da wäre. Und warum vorher alle 10 und jetzt alle 15? Das ist ab Werk so programmiert gewesen. Das war ja einer der ersten von 2017. Also da waren Sie schon nicht sicher, ob es klappt. Genau, da haben die erstmal die Tests gemacht, denke ich mal. Wie weit reicht das Ganze? Weil die haben da schon Bedenken. Das ist auch geil, dass der Kunde, also jetzt ein anderes Thema, aber der Kunde ist der Tester. Ne? Genau. Okay, und dann haben Sie jetzt auf 15.000 Kilometer, das heißt also, wie viel Ölwechsel hast du bis jetzt gemacht? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Ölwechsel. 5 Ölwechsel? Nebenher. Zu den normalen. 10.000, 20.000, ja. 45.000, 75.000. Und jetzt bei 90.000. Ja. Also hast du jetzt 6 Ölwechsel? 6. Die normalen haben einen Long-Life-Service, der liegt dann bei 30.000 Kilometern. Okay, was wir sagen? 6, 9, das sind 3 Ölwechsel und jetzt hast du 5 Ölwechsel. Das rechnet sich. Ne, 6 sogar. 6 sogar. Also hast du mal 3 dabei. Bei VW, was hast du da bezahlt für den Ölwechsel? 240, 250 Euro. Na gut, da kriegen wir auch hin. Das ist ja kein Problem. Geh schon mal zur Kasse, leg einfach hin, das Geld. Ne? Du kannst auch 500 hinlegen, dann machen wir den nächsten Ölwechsel, ist ja bald wieder. 1.000, nicht in 1.000 rein. Also muss man sich mal packen. Also ja. Wir sind so ganz umweltfreundlich und machen jetzt dann nochmal Ölwechsel. Auch die Kosten für den Kunden natürlich total nebenher. Nebenher, wir reden ja auch von der Umwelt. Das ist Öl, jedes Mal 4 Liter Öl, rechnen wir mal hoch, was wir an Ölverbrauch haben. Und da dachten wir schon, wir hätten nicht mehr viel zu tun, wenn wir Hybridautos kriegten und so. Genau, das war ja eigentlich, ich will noch mal einen Schlüssel holen. Das war ja eigentlich so die Idee, also mit den Hybrids und mit den Elektroautos, das wird jetzt auf jeden Fall dann mit weniger zu tun. Aber du musst natürlich auch einen Ölfilter wechseln, ne? Der Ölfilter ist ja hier auch noch drin.
der muss auch noch gewechselt werden. Also ist schon, also man denkt immer so, das ist alles so ganz schlau, was wir so machen auf dieser Erde, aber scheinbar dann doch. Wusstest du das denn vorher? Nein, das hat mir niemand gesagt. Ich war ganz erstaunt bei 10.000. Das wäre normal, die erste Inspektion, was normal ist beim Neufahrzeug, aber. Hast nein. du neue Schraube, Holger? Ja, im Lager. Mach du mal den Ölfilter los. Der geht nämlich schwer los. Hackert er sich jetzt richtig an? Ab, muss mal gucken. Ich hatte nämlich gerade auch Probleme gehabt, den loszukriegen. Kann ich das aufziehen? Eigentlich wird er doch gespannt. Was ist das für ein Scheiß, ey? Hör mal, macht man hier einen Führerschein für so ein Ding? Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Nee? Nee. Hier, schau. Wie geht das? Ziehst du raus? Ja. Dann spannst du es hinten drum. Machst du. Und dann spannst du es hier hinten drum. Dann packt es auch. Boah. Den letzten Service habe ich dir nicht über Mühe gegeben. Der war aber jung. Eigentlich, wenn die. Nee, normal, wenn ich, komisch, dass sie das so festzieht. Ne? Ja. Hey. Der ist aber irgendwie so besonders. Guck mal hier. Das ist aber auch ein krüppeliges Ding da. Was ich hier habe? Ja. Ja. Ich vermute mal, du hast einen Schlüssel wieder in der Tasche. Ne? Guck mal hier. Alles stopft in die Tasche rein. Ja, und ich habe aber auch jetzt echt ein leichtes Problem. Warum kriegst du das nicht raus? Ich glaube, ich habe den letzten Ölwechsel auf 100 Jahren gemacht. Das habe ich vorhin noch gemeckert, aber den hat der nicht losgekriegt. Kriegst du ihn auf? Nee, warte, ich schon mal das andere Band. Ich glaube, das ist irgendwie. Ist das, Hier, komm her. Mit der Zange. Boah, wie im Römischen Reich hier. Achtung. Der Patrick ist abgehauen. Ja, okay, gut. Ist natürlich der Hammer. Ne? Jetzt darf man auch mal so drüber nachdenken. Also so mehr oder weniger werden wir immer weiter dazu gezwungen, einfach komplett in die Elektromobilität zu gehen. Ne? Aber du sagtest noch was von wegen, du hättest noch ein Thema mit den mit Bremsscheiben oder was, ne? Genau. Was war denn da? Was machen die Bremsscheiben denn? Die Bremsscheiben sind ungefähr nach 15.000 Kilometer fangen die an zu rosten. Der macht ganz gute Geräusche beim Bremsen dann auch, richtig rau wie Schmirgelpapier. Das heißt also, die Bremsscheiben sind verrostet. Das hat der TÜV bemängelt. Es sind schon zweimal neue Sätze Bremsscheiben auf dem Fahrzeug. Zwei Sätze bei 90.000? Aber nicht wegen Verschleiß, sondern wegen Rost. Verrostet. Genau. Wegen Rost. Das können wir uns ja gleich mal anschauen. Die jetzt schon hier am Rosten. Ja, geht ja noch, ne? Aber die fangen an hier. Ne? Guck mal von innen. Von innen? Ich muss ja hingehen, um das zu vermeiden, in den Ausfahrten von der Autobahn abrupt und stark abzubremsen. Mit hoher Geschwindigkeit, regelmäßig immer wieder abzubremsen. Das wurde mir bei VW geraten. Immer wieder bremsen? Immer wieder bremsen. Das wurde von VW geraten, ja. Voll in die Bremse zu hauen, aber dann rekuperierst du ja nicht mehr in dem Moment, wenn du voll in die Bremse haust. Ne? Das ist ja nicht besonders sinnvoll. Hier hinten kann man sie gar nicht sehen. Und hast du vorne? Hast du immer vorne die Bremse? Alle vier. Alle vier? Alle vier. Alle vier. Wie schon zweimal alle vier? Alle vier. Oh ja. Die Scheiben an. Oh ja. Ja, guck, wie scheiße der. Da würdest aussehen. Du keinen TÜV mehr mitbekommen. Also kannst du beim nächsten Mal, wenn du wieder zur Hauptuntersuchung musst, kannst du das, die schon wieder neu machen? Sehen die ja genauso bescheiden aus wie drüben, sag mal. Ja. 30.000 Kilometer. Schöne neue Welt. Drüben sehen die auch beschissen aus. Oh ja, guck mal. Ja. Ja. Naja, gut. Da muss man ja ganz klar sagen, irgendwie, also ich will jetzt, du ja keinen Hersteller hier in Schutz nehmen, aber irgendwie müssten die ja diese gesetzlich vorgeschriebenen CO2-Werte irgendwie
einhalten. Irgendwie müsste es machen. Und dann war eben, ist eben Hybrid die Idee gewesen. Aber für uns als Verbraucher wird es immer teurer, immer teurer, immer teurer. Ja. Und von wegen, wir machen was für die Umwelt. Du denkst, du hast ein preiswertes Elektrofahrzeug oder Hybridfahrzeug und am Bremsstau. Ja, ja, vor allen Dingen denkst du ja, Jürgen, dass du tust was für die Umwelt, weißt du, das ist ja auch ganz ja cool. Ne? Aber eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Die Frage ist ja noch, wir wollen gleich mal schauen, wenn wir jetzt gleich das Öl eingefüllt haben, wie viel bist du überhaupt elektrisch gefahren? Kann man das irgendwo auslesen? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja einen OE-Tester. Wir probieren uns gleich mal aus. Wir wählen uns gleich mal mit unserem OE-Tester ins Werk rein und gucken mal, ob wir das aussehen können. Ich denke schon, dass die Daten im Auto drin sind oder dass sie zumindest in Wolfsburg liegen, weil die Daten immer überspielt werden. Das probieren wir gleich mal aus. Machen das Ding jetzt einfach mal zusammen und dann gucken wir mal, wie wäre es. Ich weiß nicht, ich hab's das noch nicht geguckt, ob das geht. Aber soweit, was die alles speichern, müsste das eigentlich funktionieren. Sehen wir dann gleich. Wir hauen jetzt erstmal hier, schrauben das Ding ja zusammen, machen wir frisches Öl rein. Ne? Kannst du schon mal zur Kasse gehen? Was hast du, was schätzt du, was das kostet? Entschuldige, aber ich finde es eigentlich gruselig. Ne? Ja. Aber ich meine, elektrisch fahren macht ja schon Spaß. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Verfechter von elektrischem Fahren. Ich bin dann schon eher der Verbrennertyp. Aber hier hast du ja eben beides. Es ist eine perfekte Alternative. Ja. Ja. Durchschnittsverbrauch liegt irgendwo auf die Kilometer, jetzt auf die Gesamtleistung bei 4,5 Liter. Ja, gut. Gut, aber da holst du es natürlich wieder raus. Aber andersrum ist ja auch so, das Auto kostet ja auch mehr. Ne? Genau. Was kostet der mehr als ein normaler? So im Vergleich. 10.000. 10.000? 10, 15.000, ich weiß es nicht. Ich habe gut bekommen. Ja, okay, aber normalerweise ist es um die 10.000, 10 bis 15.000. 10.000 mehr. Dann hast du mehr Verbrauch. Das ist doch kein Problem, auf jeden Fall 250 Euro für so einen Ölwechsel, kannst du ein paar Stunden machen. Rechnet sich aber nicht besonders immer. Ja, aber guck mal, gibst du die 10.000 bis 15.000 mehr aus. Ne? Und dann kommen wir wieder bei dem Punkt, ja, ist auch cool, ist ja eine Alternative und ist ja auch umweltfreundlich. Wollen wir ja auch alle was für tun, ist ja auch wichtig, aber ist es ja nicht wirklich. Nein, es ist nicht. Jetzt haben wir da nicht darüber gesprochen, dass der Akku ja hergestellt worden ist. Wie ist die Akkuleistung nach 90.000 Kilometern? Überhaupt nicht, der Restleistung müssten wir eigentlich auch auslesen können. Gucken wir mal rein. Bin ich sehr gespannt. Ja, genau. Gucken wir uns gleich mal an, ob wir da was auslesen können und was es für eine Möglichkeit gibt. Jürgen, du hast alles fest, du hast die Schraube festgezogen. Schrauben sind dran, jawohl. Den Ölfilter hast du wieder schön festgezogen. Den habe ich bombenfest angeknallt. Er soll ja nicht rausfallen, ne? Ja. Wo hast du dieses Ding denn jetzt hierher? Erste Abteilung. Ah, der gehört auf den anderen drauf. Jürgen sortiert ja gerne Werkzeugkisten. Ich finde es einfach furchtbar, wenn du da irgendwo dran arbeitest und du musst erstmal das Werkzeug suchen. Ne? Könnte ich schauen. La, 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 la. So, Öl füllen wir jetzt rein. So. Aber wir haben hier drüben noch ein Phänomen, müssen wir euch unbedingt zeigen. Der Kunde hier, der war bei der Inspektion bei Audi und Audi hat dann die Inspektion durchgeführt und dann hat der Kunde gesagt, ja, ich habe auch noch so ein Knackgeräusch, je nachdem, wie ich lenke. Das kommt wohl von der Lenkung. Und dann ist Audi hingegangen, hat geguckt und hat dann hier die oberen Querlenker neu gemacht. Das ist ja eine Krankheit bei denen. Ja, obwohl ich glaube, dass das auch eine Berechtigung hatte. Und wir sind gestern mit dem Wagen gefahren. Robin hat vorne im Motorraum gesessen und wir haben hin und her gelenkt und mal war das da, mal war das nicht da. Also ein Geräusch, innen drin hört sich das total laut an. Es ist irgendwie ganz schwer zu definieren. Und hauptsächlich war es ja weniger, wenn einer vorne hier vorne am Motor drauf gesessen hat. Genau, ne? Genau. Und das ist das was? Gar nicht.
Aber wenn einer vorne auf dem Motor drauf gesessen hat und hier auf der, ja, auf dem Motorbereich gesessen hat, war das Geräusch weg. Und das hat uns natürlich total verrückt gemacht. Jetzt haben wir, Jungs, geschaut. Die Querlenker vorne sind auch ausgerissen. Ne? Die sind kaputt, die Querlenker. Und da haben wir jetzt neue Querlenker reingemacht. Das ist von der linken Seite und auf der rechten Seite. Und beim Montieren der Querlenker tritt plötzlich dieses Geräusch auf. Und das ist echt unglaublich. Also, wir haben die montiert, die Querlenker. Pumpen hier hoch. So, jetzt müssen wir. Jürgen, stell dich mal hier so vorne hin, dass man es gut hören kann. Achtung, ich pumpe es. Warte mal, ja. Leise hoch. Nicht das nicht. Das ist jetzt von dem Stoßdämpfer. Da war es schon. Bock war das. Bock, Bock. Bock. Guck mal lauter. Knack. Ja, knack. Simon, wir haben eine Sekunde bitte. Ja. Tack. Da, ja, immer dieses Tack, Tack, ja. Tack. Da. Bitte? Knack, jetzt war es wieder da. Ja. Da. Da, 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 Tack. Ja, vielleicht machen wir wieder bei mir dran. Das kommt hier vorne aus den Stoßdämpfern, aus dem Stoßfänger vorne rauf. Und dann haben wir gerade nachgeschaut, guck dich mal an. Da fehlt was. Da fehlen zwei Schrauben. Die sind einfach weg. Damit ist der Halter hier befestigt. Und auf der anderen Seite. Hier kannst du die Schrauben sehen. Hier sind sie noch drin. Ja. Hier sind sie noch drin. Aber sind hier auch lose. Ja. Kann man so rausdrehen. So, und wir glauben, dass es daher kommt, das Geräusch. Was wir jetzt machen, ist, wir tun jetzt hier einfach mal eine Schraube rein. Oh, die packt nicht mehr. Oh, oh. Ja. Sie da rein und festziehen? Ja, ich glaube, da wohnt aber keiner mehr. Ich glaube, das ist fertig. Vielleicht hat sich das Gewinde ja auch da kaputt gearbeitet. Ist das angesetzt? Nee, das ist kaputt. Oh. Ja, jetzt guck ich rein. Nee, ist nicht mehr. Ja. Ist kaputt. Da ist kein Gewinde mehr drin. Da ist der Stoßfänger runter. Ja, da ist kein Gewinde mehr drin. Ach, schade. Pass auf. Zieh doch mal auf der anderen Seite fest und wir hauen hier vorne mal ganz leicht einen Schraubenzieher rein. Dann haben wir das Ganze hier unter Spannung und gucken mal, ob das Geräusch da weggegangen ist. So, jetzt ist hier Spannung drauf. Ne? Ist jetzt so, als wenn es festgezogen ist. Und der Kunde ist mal verrückt geworden. Ne? Der ist mal bekloppt geworden, aber das ist auch so ungewöhnlich. Hast du schon fest erfahren? Ich bin dabei. Es ist auch so, also sowas. Knackt schon beim Anziehen hier, ne? Dann knack, knack, knack. Und dann hört es auf. Mit Knack. Ja? Ja. Hast du gehört? Knack. Das setzt sich jetzt. Das ist im Prinzip hier dieser Aluträger, der hier drunter ist bei dem Aufprall. Also der Stoßfänger an sich, weil das andere ist ja nur Kunststoff. So, jetzt schauen wir, ob das weg ist. Ist weg? Ja. Weg.
Soll ich das mal runter? Ja. Nichts mehr. Ist nichts mehr. Ja. Das war's. Hm? Das war's. Ist jetzt schon weg mit dem rechten Festziehen. Oder links festgezogen hast jetzt. Ist auch schon weg. Ist weg. Achtung, ich lasse runter. Nichts mehr. Ja, es hat diesen Knack hat's zweimal gemacht beim Festziehen. Hammer, oder? Ja. Und natürlich verrückt in so einem Wagen. Da denkt man natürlich, kommt aus der Lenkung, Wahnsinn, bei dem ganzen Hin- und Herlenken, also aus der Lenkung rauskommt. Ist aber nicht. Ist im Prinzip nur hier vorne die Schrauben los. Was wir jetzt machen müssen, ist die Stoßstange runter, Schrauben rein, setzen dann oben Muttern an. Müssen wir irgendwie reparieren, weil dafür jetzt einen neuen Stoßfänger hier vorne drauf machen, ist ja Quatsch. Irgendwie was kriegen wir da repariert und dann ist gut. Gut, ich sage, hauen wir Thomas eben Öl rein, ne? Ja. Und dann... Kann sein, dass der Aluträger neu müsste, ne? Ja, wir müssen gucken, ob wir vielleicht um Schrauben rein und oben Mutter drauf setzen. Ne? So, ne? Ja. Dann wenn jetzt einen neuen Aluträger rein. So lange Schrauben dann haben. Ja, kommen wir ja durch jetzt und machen die oben eine Mutter drauf. Ja, das finde ich besser. Ja, das sieht auch gut aus. Ne? Mhm. Wir haben auch so eine Spezialkonstruktion, damit das Öl gut einfüllen kann. Also wenn Spezialkonstruktion, das ist Öleinfüllhilfe. Öleinfüllhilfe, das ist eine Spezialkonstruktion, Öleinfüllhilfe. Das ist eine ganz spezielle Konstruktion. Ja, na klar, wenn man das Ding, wenn man auf dem irgendwo selbst, halt das schön fest, wenn man das irgendwo selbst einfüllt, auf dem Rastplatz oder auf der Tankstelle, das ist die größte Sauerei überhaupt nur. Ja, läuft die Hälfte daneben. Ja. So wie bei uns gleich. Füll doch mal schön ein, guck mal eben drüber, der Pino. Pino hat da noch was, ein Geräusch. Wir haben ja hier den Stoßdämpferprüfstand. Da können wir auch Geräusche mit prüfen. Das heißt, der Pino lässt jetzt hier einfach nur die rechte Seite laufen. So. Und dann hier dieses Geräusch haben wir hier. Das ist das. So, das war auf der anderen Seite auch. Und dann hier einfach, hier vorne ist der Stoßdämpfer, das Domlager. So, wir sprühen das da rein. Schon weniger. Fast weg. Bitte leiser. Ja, ist es weg, hast du erwischt. Hey, heute ist das kuriose Geräuschesuche hier. Unglaublich, oben am Domlager. Einfach ein bisschen. Ich bin, wirst ja auch verrückt in dem Wagen. Das ist so was Ähnliches wie bei dem da hinten. Da bist du einfach bekloppt. Ja. Ich dachte eben auch beim Fahren, das ist so nicht normal, das sind natürlich immer. Gucken wir mal weiter, was Jürgen drunter hat, ob er jetzt geschafft hat, das Öl da einzufüllen. Bravo, Herr Fahrer, bravo. Geräusche, Tor 3. Ja. So, und dann... Gucken wir, ob genug drin ist, bitte. Dann muss ich das noch laufen lassen, ne? Wie kriege ich denn das Laufen? Das ist ein Hybrid. Wird schon stimmen, ne? Hm. Mach, starte mal. Ja. Das ist ja dein Auto, ich meine. Du bist ja kein normaler Kunde. Kommst du rein? Tja. Genau. Ein bisschen weniger Currywurst bekommen, ne? Ein bisschen weniger. Du bist denn erst gestartet mit Fuß auf der Bremse. Ja, das ja. Das ist das Problem. Das zum Starten klar, damit das Öl jetzt hochgefördert wird und dann... Einmal rund, einmal in den Filter und dann können wir gucken, wie viel drinnen ist. Hey, Junge, guck mal. Läuft! Was? Läuft! Ist nee, an. Läuft nicht! Mach an! Was, wie kommt das denn da hin? Da ist ein Ei drin. Ja. Boah, riechst du das? Das riecht. Und du hast hier ein Ei vorne drin, ne? Ich hab mich eben schon gewundert, was hier so komisch riecht. Ich hab ein Ei drin. Ja, lass den Wagen mal laufen. Springt nicht an? Springt so nicht an. Ich hab mir gedacht, dass du dich anspannst, mich hier vorne nicht an. Drin. Ja, wie soll ich jetzt auch anspringen? Der steht auf Batterieladen. Du musst den doch laufen lassen können.
Fährst du nicht an? Kriegst du so nicht. Egal, an. Ich hab genau 4 Liter reingetan, das passt. Das passt schon. Aber du hast hier vorne ein Ei drin. Ach, hör auf, Holger. Du hast hier vorne ein Ei drin. Hast du von Ostern noch einen übergehabt? Hast du mir jetzt da reingelegt? Hast du Zündung aus? Ja. Motor ist aus. Ah, Öl ist genug drin. Haben wir alles richtig gemacht, Holger. Hast du so einen Greifer irgendwie? Ey, wie kommt denn da ein Ei rein? Ei, ei, ei. Da sind auch Haare dran. Hm. Junge Sache gibt's. Ich hab eine Zange. Ist das schon geschlüpft, das Ei? Ja, oh, das wird doch jetzt wieder was. Ich hab was. Eine Zange. Das geht weit. Und dann. Was? Machst deinem Namen alle Ehre, Dr. Pasch. Ja. Patrick, nimm das mit. Boah. Mhm. Ist das leer? Ja, ich habe noch nicht geguckt. Jetzt noch mal gucken. Ja. Aber draußen. Komm, wir gehen raus. Hm. Ah, ist mir hingefallen. Junge. Oh. In die Tonne damit, irgendwo. Das okay, kannst du doch, das kannst du doch nicht senden. Yoshi holen. Nein, nee, Yoshi brauchst du nicht zu holen. Da ist ein Vögelchen drin. Oh, Junge. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Boah. Oh. Oh, hier sind noch Reste dran. Nee, Yoshi hat gesehen, der hat direkt hier hingekotzt. Ich meine, ich bin auch ein bisschen empfindlich, aber. Oh. Haben auch schon Ratten gefunden und Vögel gefunden, aber ein Ei war ein Vögelchen drin. Ne? Okay. Wie kommt denn das da rein? Hör mal, wie hast du das hier rausgekriegt? Kannst du nicht sagen. Boah. Boah. Riech mal. Mhm, danke. Oh. Holger? Der hat gezogen. Ich muss doch weiter rein, ne? Das klemmt dann einfach nur so drin. Ja, das versuche ich doch schon die ganze Zeit da rein zu zelebrieren. Da musst du unten jetzt reinmachen. Ja, hast du da? Also das, hör mal, Thomas, sei froh, dass wir das jetzt rausgeholt haben. Dass, wenn er das irgendwann geplatzt wird, hättest du dann drin kaputt gegangen, den Wagen. Wenn das geschlüpft wäre. Du hättest doch gar nicht gewusst, woher kommt das? Ja. Das ist echt auch ein Ding, wie kommt das da rein, ne? Ich habe hier vorhin gesehen, du hast hier vorne auch so ein paar Körner drin liegen. Hier unten drunter. Da liegen auch Körner drin. Also vermutlich war das ein Marder, der es da reingetan hat. Was denn auch sonst? Und da sehen Sie, das ist mal. Sieht man da so ein paar Körner, die da dran liegen. Ja, ja. Also hier hast du irgendwie eine Ratte oder was weiß ich, was drin war. Kaputt ist ja auf jeden Fall nichts. Ich meine, wenn der hier so richtig durchbeißt, aber ist ja keine Spannung drauf. Aber wenn der da drauf ist und du startst den, dann hast du ihn gegrillten. Gut, wir schauen jetzt nochmal, ob wir den ausgelesen bekommen und was wir ausgelesen bekommen. Ja. Das ist der nächste. Wir tun den Wagen jetzt erstmal von der Bühne runter, weil wir brauchen dringend den Wagen jetzt. Nee, die Bühne jetzt. Fährst du eben raus? Ja. Danke. Wohin? Raus. So, jetzt ist es hier wieder ein bisschen ruhiger. Wir haben schon fast Feierabend. Ja. Wir haben jetzt ganz viel gesucht. Also man muss wirklich sich durchkämpfen durch diese ganzen Daten. Wir sind jetzt also direkt verbunden mit dem Gerät und könnten von hier aus direkt jetzt auch nach Wolfsburg gehen über den Euro-DFT. Und was wir gefunden haben ist, der Wagen, die Ladung. Also Thomas, du hast den geladen mit 26.999 Amperestunden hast du geladen. 26.546
Amperestunden hast du entladen? Alleine hast du 440.000 Amperestunden ungefähr, die 440 Amperestunden. 440. Was habe ich gesagt? 440.000. Nee, 440 Amperestunden. 440 Amperestunden sind an Verlust. An Ladeverlust. Ladeverlust, die gehen einfach verloren. Also ist so, als wenn ich in eine Tankstelle gehe mit deinem Diesel, tanke Diesel und sage, oh, weißt du was, ein bisschen, ich daneben. Bisschen tue ich da was daneben. Fülle ich den Mülleimer und dann mache ich den. Ja. Ist so. Aber das ist schon eine ganz schöne Menge, ne? Und wenn man hier sieht, du hast insgesamt Zähler für Kilowattstunden, die Ladung insgesamt, also mit Rekuperieren, hast du irgendwie 9879 kWh geladen und entladen hast du 9401. Da siehst du auch wieder jede Menge Ladeverluste. Mhm. Die Kapazität jetzt der Batterie haben wir jetzt nicht gefunden, ob wir die jetzt hiermit prüfen können. Also, Resümee ist, umweltfreundlich, kann man mal so stehen lassen. Ja. Vielleicht ist es die Übergangslösung. Muss man mal ein bisschen für sich selbst rechnen und zu gucken, was kommt zum Schluss raus. Gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Da kann man, das war interessant. Kann man einfach mal drauf rumdenken. Ja. Ne? Ich habe dir da gleich noch so 2-3 Soleier reingelegt, damit du dich an den Geruch weitergewöhnst. Er sagte vorhin, ich habe schon immer gedacht, was riecht das so komisch in dem Wagen. Ja. Naja, das haben wir jetzt auch gelöst. Das sind Riechbällchen. Ja. Du bist ja bald wieder hier. 15.000 Kilometer ist der nächste Ölwechsel fertig. Lasst euch mal gut gehen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.